allzu lange Zeit war eine Biene sehr bekannt. Von der sprach alles weit und breit. Der getigerte Rufus. Ihr werdet Rufus nicht wiedererkennen. Ja. Ja. Rufus verpasst was. Ja. Pass auf, Willi. Ja. Ja. Au. Ja. Ups. Oh. Willi, hast du dir wehgetan? Von wegen Rufus verpasst was. Der Ball hat mir eine verpasst. Will der Ball ins Tor? Stell ein Schneckenhaus davor. Stimmt, Rufus ist wirklich der beste Torwart, den man sich vorstellen kann. Er hält den Ball wie kein anderer. Ja, aber du vergisst, dass Rufus eine Schnecke ist. So schnell lässt er sich nicht umstimmen. Komm, wir fragen Rufus nochmal, ob er mitspielt. Vielleicht hat er jetzt Lust. Hey, ich hab den Ball gefangen. Hast du gesehen, Maja? Hä? Guck mal, Maja. Der Vogel da spielt auch Ball. Hey, das ist doch Rufus. Er hat den Ball. Hilfe. Er hat den Ball. Mir ist schlecht. Schnell mit ihm über die Linie. Mein Magen dreht zum sich. Zum Tor. Hilfe. Komm mit, Willi. Wir spielen dem Vogel einen anderen Ball zu. Zieh! Das wird ein Weitschuss! Ui, Pause! Die sehen gut aus. Rufus! Steck mal dein Köpfchen raus! Maja, Willi, oh, das wurde aber auch Zeit. Oh, was macht ihr denn? Ich hab doch gesagt, ich hab keine Lust zum Spielen. Und zum letzten Mal, ich bin kein Ball! Zweite Halbzeit. Das Spiel geht weiter. Nanu? Hm? Wo ist der Ball? Ihr könnt beide eure Köpfe wieder rausstrecken. Das ist wirklich gemütlich hier drin, Maja. Die Luft ist rein. Das Vögelchen ist weg. Vögelchen? Dass ich nicht lache. Das ist ein ganz großer Kicker. Der hat einen harten Schuss, da zittert jedes Mal mein Schleim. Und wenn er mich sieht, ruft er Anpfiff und dann geht's los. Wieso glaubt jeder, er kann mich treten und rumschubsen? Ich bin eine Schnecke und kein Ball. Ich denke, wir müssen dem Vogel die rote Karte zeigen. Ja, genau. Er darf nicht mehr mitspielen. Aber wie sollen wir ihm das klar machen? Selbst meine Schreie halten ihn nicht ab. Der denkt sogar, ich will ihn noch anfeuern. Der hat ja eine Meise, der blöde Vogel. Wie langweilig. Was soll ich denn jetzt spielen? Oh, Maja, was machen wir denn jetzt? Wann kommen die denn endlich? Leise Schutzzone errichten, Männer. Wo sind die kleinen schutzlosen Dinger hin? Hier bleibe ich drin und wenn ich verhungere, nie wieder wird irgendjemand in der Wiese meinen Schleim sehen. Wo du gerade vom Verhungern redest, also mein Magen ist auch... Am besten fliegen wir zu Flip. Der hat bestimmt eine Idee, wie wir Rufus vor dem Vogel beschützen können. Aber ja, das ist sehr einfach, sein Schneckenhaus. Dafür ist es nämlich da. Es beschützt ihn. Aber der Vogel schubst ihn rum. Nun, es gibt viele Wege, Störenfriede zu verjagen. Rosen zum Beispiel haben Dornen, damit sie nicht gefressen werden. Die Natur ist ganz schön raffiniert. Manche Tiere haben eine besondere Farbe, die zeigt den anderen, dass man ungenießbar oder gefährlich oder sogar giftig ist. Wie zum Beispiel Ja, weg hier! Ein fieses Gesicht! Willi, lass los!
Wo denn? Das ist nur ein Totenkopfmuster, aber wie ihr seht, es funktioniert. Willi hat sich erschreckt. Dabei ist das nur eine harmlose Motte. Hey, das ist es. Wir bemalen Rufus und erschrecken damit den Vogel. Aber wer oder was jagt so einem Vogel Angst und Schrecken ein? Die schlimmsten Feinde der Vögel sind Katzen. Lass mich mal nachdenken. Ja, es gibt getigerte Katzen. So ein Tigermuster wäre also nicht schlecht. Und dann muss Rufus natürlich fauchen. Wie es die Katzen tun. Bravo, Flip. Du bist eine tolle Katze. Komm, Willi, wir müssen Rufus anmalen. Du willst dein ganzes Schneckenhaus anmalen? In dieser Wiese gibt's alle Farben. Wir müssen nur in die Blümchen tauchen. Mit Farbe auf dem Schneckenhaus trickst Maya jetzt den Vogel aus. Willi, ich hab ein neues Bienensprichwort. Wo bist du? Ja, so erschrecke ich Frau Cassandra, dann schickt sie mich nicht mehr zum Schuften. So grimmig, wie du guckst, klappt das ganz bestimmt. Jetzt du, Rufus. Du musst laut fauchen wie eine große, getigerte Katze. Dann wird sich der Vogel bestimmt vor dir erschrecken und wegfliegen. Uiuiui, ganz schön schlau. Rufus sagt Miau. Ja, für eine Schnecke war das schon ganz gut. Und wenn der Vogel nochmal auftaucht, dann springe ich ihm ins Gesicht und fauche ihn an. Eine Katze? Eine Katze? Eine Katze? Eine Katze? Das ist doch nur eine Schnecke. Wenn auch eine etwas merkwürdige, eigenartige Hausanstrich. Hallo, Paul. Wie gefällt dir Rufus' Bemalung? Er ist eine Katze. Er kam mir gleich so bekannt vor. Rufus, natürlich. Und hier kommt er dir auch bekannt vor. Warum lauft ihr herum und erschreckt alle? Unsere kleinen Läuse würden vor Angst umfallen. Und das wollen wir doch auf gar keinen Fall, nicht wahr? Wir haben sie nämlich verloren, die Blattläuse, meine ich. Schutzlose kleine Dinger. Habt ihr sie zufällig irgendwo gesehen? Tja, wirklich schade. Nun dann, Männer, Blattlaussuche wieder aufnehmen. Keine Müdigkeit vorschätzen. Ach, was? Na, na, na. Jetzt sind wir ganz alleine. Was sollen wir denn jetzt machen? Landung. Der Vogel versteckt mich. Komm, Willi, hilf mir. Oh, wer ist da? Wow. Was hast du gesagt? Eine Katze? Oh, ein Katzenbuckel. Schnell weg. Es hat geklappt. Du warst toll, Rufus. Ich hoffe, Frau Cassandra erschreckt sich vor mir auch so. Ich kann es gar nicht glauben, Maya, dass das wirklich geklappt hat. Sonst geht bei mir doch immer alles schief. Vielleicht habe ich als Katze mehr Glück als Schnecke. Bis morgen, Freunde. Da ist sie! Die ist ja noch frei. Die kann uns doch beschützen. Hinterher! Ja. Wir haben sie gefunden. Die Katze ist da. Wir haben eine Katze. Ich bin keine Katze, ich bin eine Schnecke. Hey, runter mit euch. Hört ihr nicht? Da ist schon wieder der Vogel. Jetzt bin ich aber neugierig, wie es Rufus als Katze so geht, Willi. Hallo? Anpfiff! Komm schon raus! Ich bin kein Ball. Oh nein, keine Beeren weit und breit. Wir müssen den Vogel mit etwas anderem ablenken. Aber Maya! Flatterflügel, Flitzeflug, immer rundherum!
Blödes Spiel. Vögelchen. Was willst du? Noch einer. Hierher. Autsch. Oh nein. Billy, steh auf. Oh nein, Willi, warte. Schneckenangriff. Eine wild gewordene Schnecke, weg hier. Willi, ein Glück. Ja, dem Vogel sind wir wohl zu bunt geworden. Und zu wild. Rufus, du hast Willi gerettet. Ja. So, komm, 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 komm. Na sowas, da sind also Pauls Läuse. Das ist ja ein Ding, die fühlen sich bei dir sicherer als bei den Ameisen, Rufus. Also, ich muss schon sagen, deine Katzenbemalung ist wirklich, wirklich toll. Überhaupt nicht, Maya. Was soll ich denn mit Läusen auf dem Dach? Ich bin doch keine Kutsche. Dann bin ich schon lieber ein Ball als eine verlauste Schnecke, obwohl die Kleinen süß sind. Und der Vogel soll nur kommen. Mein Schneckenhaus ist bereit. Das hat Flip auch gesagt. Dein Haus ist dein bester Schutz. Und die Läuse bringen wir zu den Ameisen. Du musst dich auch waschen, Willi. Ja! So, alles wieder sauber. Jetzt lassen dich die Läuse bestimmt in Ruhe, Rufus. Ich meine, wer sucht schon Schutz bei einer Schnecke? Zu mir sollen sie auch nicht. Dann musst du wieder schuften, Willi. Anpfiff! Das ist aber wirklich ein sportlicher Piepmatz. Ein guter Spieler braucht einen guten Ball. Hey, ein Kompass! Er ist wieder im Spiel. Vielleicht sollten wir ihn in unsere Mannschaft nehmen. Er kommt zu mir, dann lässt er mich wenigstens in Ruhe. Ein Picknick mit Pfeffer. Frau Cassandra hat die Nase voll. Ah, sehr gut, da kommt noch mehr. Die Vorräte müssen heute gut gefüllt und jedes Pollenbällchen muss an seinem Platz sein. Richter Bienenwachs kommt mal wieder zur Stockkontrolle. Willi, was machst du hier? Nee, ich fülle meine Vorräte falsch. Falls der Richter dich kontrolliert, ist es wohl besser, wenn er dich gar nicht sieht. Er duldet keine Naschbienen. Ja, aber davor muss ich noch was naschen. Ja, Maya, nicht gucken. Ich habe für unser Picknick ganz viele tolle Sachen eingepackt. Eingepackt oder schon aufgegessen? Oh, so voll habe ich das Pollenlager noch nie gesehen. Ah, so voll und so aufgeräumt. Fein säuberlich sortiert nach Pollensorte. So wie es der Richter mag. Wir kommen gut voran, aber fertig sind wir noch lange nicht. Gute Güte, was für ein... Zitronenmus-Kompott! Zitronenmus-Kompott! Frau Cassandra, haben Sie sich erkältet? Oh nein, also ich weiß nicht. Egal, der Richter wird jeden Moment die... Zitronenmus-Kompott! Darf ich hier im Pollenraum nicht so herum? Die... Zitronenmus-Kompott! Oh je, meine Nase ist ganz verstopft und sie. Zitronenmus-Kompott! Ich muss mich wohl einen Moment hinlegen. Aber nur einen Moment. Zitronenmus! Ich verstehe das einfach nicht. Es ist so warmes Wetter. Ich kann mich doch nicht erkältet haben. Gute Güte, ausgerechnet heute. Wie ärgerlich. Vielleicht kommen Sie lieber mit uns picknicken. Oh nein, ich kann jetzt auf keinen Fall hier weg. Ich werde doch gebraucht. Dann picknicken wir eben hier. Nein, das geht nicht. Das ist viel zu gefährlich, Maya. Hier kommt uns nur wieder diese Pingelbiene in die Quere. Du willst nur nichts abgeben, Naschbiene. Hui. Du kriegst mich nicht. Fuß kaputt. Zitronen. Ich hole Ihnen einen Tautropfen von draußen, der erfrischt und macht Sie wieder gesund. Danke, Maya. Zitronen. Muss. Willi, du musst den Arbeiterinnen im Pollenlager etwas von mir ausrichten. Gerne, was denn, Frau Cassandra? Oh, hör gut zu, es ist sehr wichtig. Zitrone! Bunt gemischt.
Gemischter Pollen darf nicht in die aufgeräumten Waben gelegt oder vor den Eingang zum Lager geschüttet werden, sonst ist die ganze Ordnung dahin. Hast du das verstanden, Willi? Kannst du das genauso ausrichten? Kann ich mich darauf verlassen? Na klar. Also wie war das? Bunt gemischter Pollen darf nicht in die aufgeräumten Waben gelegt oder vor den Eingang zum Lager geschüttet werden. Oh, das erinnert mich an unser Picknick. Hä? Oh, ich soll was ausrichten von Frau Cassandra. Leckerer Pollen darf nicht... wie war das nochmal? Ist jetzt blöd. Ach so, bunt gemischter Pollen darf nicht in die sortierten Waben gelegt werden, sondern vor den Eingang zum Lager. Wir sollen alles vor den Eingang schütten? Zitronen, Mus, Kompott! Das wird ja immer schlimmer. Du sagst es, Maya. Was haben Sie gesagt? Vielleicht tut Ihnen frische Luft gut. Zitronenmus-Kompott mag ich nicht. Und wenn ich zurück, dann... Komm. Hast du was verstanden, Schlags? Aber natürlich, wir sollen ihr folgen. Warten Sie! Warten Sie! Nanu, keiner am Empfang? Das geht ja gut los. Das ist natürlich ironisch gemeint. Das ist absolut inakzeptabel. Du musst dich verhört haben. Wo ist Frau Cassandra? Die Kontrolle kann beginnen. Frau Cassandra? Die haben wir lange nicht gesehen, Richter Bienenwachs. Wie bitte? Lange nicht gesehen? Das wird sofort vermerkt. Frau Cassandra ist untergetaucht. Und wer ist dann für die Pollenordnung zuständig? Der da. Ja? Oh, Richter Bienenwachs, Sie wollen den tollen Pollenkontrolleur lifizieren. Kontrollieren, jawohl. Wo ist Frau Cassandra? Bring mich sofort zu ihr. Frau Cassandra ist zu einem dringenden Picknick geflogen. Sozusagen ein Notfall, aber sie kommt bestimmt bald zurück. Ein Picknick? Während der Arbeitszeit? Das ist absolut absurd. Aber ein altes Bienensprichwort sagt, wer picknickt in der Arbeitszeit, bleibt länger fit und stets bereit. Wollen Sie auch was? Oh, das... Nein, natürlich nicht. Im Bienenstock wird nicht genascht, sondern gearbeitet. Verstanden? Hätte ich was vergessen. Die frische Luft tut so gut. Meine Nase ist frei und ich fühle mich gesund. Auf der Wiese ist die Luft viel besser als im Bienenstock. Ja, aber die Erholung ist vorbei. Ich muss zurück in den Stock. Aber es ist doch gerade so schön. Oh, schon weg. Solange Frau Cassandra nicht da ist, bist du für die Unordnung zuständig. Das hier muss weg. Die Bienen fliegen alle durcheinander. Hallo, bitte nicht so durcheinander fliegen. Du musst ihnen sagen, wie und wohin sie fliegen sollen. Das ist jetzt deine Aufgabe. Ich hoffe, im Pollenlager geht es geordneter zu. Ihr könnt nicht einfach alles hinschmeißen. Vielen Dank für deine Hilfe, Maya. Ich muss los ins Pollenlager. Zitronen! Muss kaputt! Nichts wie weg! Zitronen muss kaputt! Ach, was hat das nur zu bedeuten? Sobald ich den Stock betrete, fange ich an zu niesen. Ja, seltsam. Im Pollenlager fing alles an. Ich hab's. Vielleicht ist da ja ein Pollen dabei, der sie ständig in der Nase kitzelt. Gute Güte, ja, das könnte sein. Wir haben auch eine neue Sorte im Lager. Aber wie finden wir heraus, welche es ist? Hast du eine Idee? Warten Sie hier, ich bin gleich zurück. Dieser Berg ist das Unordentlichste, was ich jemals gesehen habe. Und das hat Frau Cassandra angeordnet?
Absolut absurd. Das wird alles ordentlich vermerkt. Sollen wir immer noch alles hier vor den Eingang werfen? Bunt gemischter Pollen darf nicht in die aufgeräumten Waben gelegt oder vor den Eingang zum Lager geschüttet werden, sonst ist die ganze Ordnung dahin. Oh, hier drin herrscht Ordnung, immerhin. Pollentrennung, ja. Sicherheitstüren nur von außen zu öffnen, ja. Mach sofort die Tür wieder auf. Mach auf, habe ich gesagt. Das ist Kontrollbehinderung. Entschuldigung, Richter Bienenwachs. Ich schaff's nicht alleine. Ich glaube, ich muss Hilfe holen. Willi, was ist hier los? Ich muss ins Lager, unbedingt. Was ist denn mit dir? Und warum liegt der ganze Pollen auf einem Berg? Aufmachen, das ist eine Unordnung, Elbe. Anordnung, sofort. Oh je, Richter Bienenwachs. Hast du ihn etwa da eingesperrt? Naja, weißt du, da drin gefällt's ihm viel besser, weil alles aufgeräumt ist. Und hier draußen regt er sich nur wieder fürchterlich auf. Ich will jetzt auf der Stelle sofort Frau Cassandra sprechen. Ich hole Frau Cassandra, aber ich brauche deine Picknicktasche. Hast du verstanden, Willi? Ach, du willst doch jetzt nicht picknicken, Maya. Das ist doch Willis Tasche, oder? Ja, und da ist von jedem Pollen was drin. Fangen wir an. Zitrone muss kaputt. Mauerpfeffer, natürlich. Wir müssen ihn aussortieren und rausbringen. Wie gut, dass im Lager alles geordnet ist. Bis der Richter kommt, ist die Luft wieder rein. Zitronen! Ach, komm, Maya, komm. Das glaube ich nicht. Der Richter ist doch immer so pingelig. Gute Güte, der Bericht des Richters wird eine Katastrophe. Ich fürchte, Sie haben recht. Ist er denn wirklich da drin? Man hört ja gar nichts von ihm. Was macht er nur? Er macht ein Picknick, so was. Mein lieber Richter, ich bin untröstlich. Wie ich höre, wurden Sie versehentlich hier eingesperrt. Sehr wohl, Ihre Majestät. Aber wie ich sehe, haben Sie die Zeit sinnvoll genutzt. Es scheint Ihnen wohl geschmeckt zu haben. Ja, Ihre Majestät, ich habe mir erlaubt, Ihre Pollen zu testen. Und ich muss sagen, die diesjährige Ernte ist ganz außerordentlich. Und sind Sie nicht auch begeistert, wie sauber und aufgeräumt alles ist? Ja, wir sind ganz erstaunt. Alle haben gepicknickt, nur ich nicht. Das muss ich jetzt schnellstens nachholen. Ich, Willi, der Fleißige, hab mir das verdient. Ja, Willi, nimm dir so viel Mauerpfefferpollen aus dem Lager, wie du willst. Besser als nix. Na ja.